herzlich willkommen zu den Games World Daily News am Donnerstag. Donnerstag haben wir schon. Ja, Star Citizen ist unser erstes Thema. Crytek verklagt Cloud Imperium Games. Weiter geht's mit Ghost Recon Wildlands. Spezial-Event mit Predator-Thema startet heute. Injustice 2 auf der PS4 und Xbox One könnt ihr das gratis spielen. Und zu guter Letzt PUBG. Grafikmenü lässt sich auf der Xbox aufrufen mit erhellenden Einblicken. Anfangen tun wir mit Star Citizen. Das deutsche Entwicklerstudio Crytek verklagt Cloud Imperium Games wegen unrechtmäßiger Nutzung der CryEngine. Laut dem Schreiben hat Crytek Cloud Imperium die Lizenz zur Nutzung der CryEngine für ein Spiel gewährt. Nun kämen sie aber in zwei Titeln zum Einsatz. Da der Singleplayer-Ableger von Star Citizen Squadron 42 als eigenständiges Spiel erscheint, liegt laut Crytek eine Vertragsverletzung vor. Darüber hinaus hätte Cloud Imperium einfach die Logos von Crytek und der CryEngine sowie Copyright-Informationen und Trademark-Hinweise aus jeglichem Marketingmaterial entfernt, ohne eben Crytek darüber zu informieren. Und aus diesen Gründen wurde eben eine Anklage oder eine Klage eingereicht. Cloud Imperium Games, die reagierten inzwischen auf die Anschuldigung und erklärten, dass weder Star Citizen noch Squadron 42 noch die CryEngine nutzen würden. Vor einiger Zeit wechselte das Entwicklerstudio für die Spiele auf Amazons Lumberyard Engine und daher wäre die Klage von Crytek gegenstandslos. Wer Programmierer ist, der weiß vielleicht, dass die Lumberyard Engine von Amazon auch so ein bisschen Crytek in sich hat, also ein bisschen CryEngine ist. Der Wechsel zur Lumberyard Engine, die allerdings auch auf der CryEngine basiert, wurde im Dezember 2016 bekannt. Laut Crytek darf Cloud Imperium allerdings nur die CryEngine nutzen. Cloud Imperium zeigt sich auch wenig begeistert darüber, dass Crytek Klage eingereicht hat. Das Unternehmen gibt an, dass sich mit allen Mitteln gegen die Anschuldigung zur Wehr setzen werden und das würde mit einschließen, auch alle Kosten von Crytek einzufordern, die dies mit sich bringen. Also Cloud Imperium scheut da nicht den Sichter und auch nicht das Gesicht irgendwie. Ja, also, wenn es da wirklich so eskalieren sollte, dann wird Cloud Imperium Games sich da wehren. Ist spannend, weil sehr viele Mitarbeiter von Crytek war ja auch in der Krise letztes Jahr, haben viele Leute entlassen müssen, sind zu Cloud Imperium nach Frankfurt gegangen, arbeiten da jetzt an der Engine. Und was da mit Firmengeheimnissen von Crytek weiter, dann das wird, glaube ich, noch ganz, ganz spannend. Mhm. Spannend ist auch Ghost Recon Wildlands. Im Rahmen des sogenannten Jungle Storm Updates für Ghost Recon Wildlands gibt es auch ein spezielles Event, das sich thematisch mit dem Predator beschäftigt. In der Zeit vom 14. Dezember bis Anfang Januar können sich alle Spieler auf die Jagd nach dem Predator machen. Das Ganze kann bis zu 4 Spielern im Koop erledigt werden und stellt den schwierigsten Kampf dar, den es in Ghost Recon Wildlands gibt. Ja, schafft man es, den Predator zu besiegen, dann winken exklusive Gegenstände, die es nur bei diesem Event zu erspielen gibt. Insgesamt kann man 15 verschiedene Ausrüstungsgegenstände, Waffen und einen exklusiven Nahkampftechnik erhalten. Das Ganze passt natürlich alles thematisch zum Predator. Und im PvP, da kann man mit der Klasse Ghost War die Fähigkeit Schlachtzorn einsetzen, die vom Protagonisten des Predator-Films inspiriert wurde. Ja. Muss man auch dazu sagen, diese Ghost War-Klasse, die gibt es, glaube ich, bloß im Season Pass. Also wer die dann spielen möchte, der muss sich die entweder mit Ingame-Credits oder mit diesen Credits, die man dabei Ghost Recon hat, oder halt durch den Season Pass erstmal holen, bevor man das einsetzen kann. Injustice 2 gibt es aber komplett umsonst und zwar vom 14. bis 18. Dezember. Warner Bros. Und DC veröffentlicht heute eine kostenlose Testversion des Action-Prüglers Injustice 2 und der erscheint dann auf der PS4 und Xbox One gratis. Gespielt werden können Kapitel 1 bis 3 des Story-Modus sowie alle Mehrspieler- und Online-Modi. Darüber hinaus ist es möglich, bestimmte DLC-Charaktere auszuprobieren. In Injustice 2, da kämpft ihr in der Rolle der DC-Superhelden gegen Superschurken. Dazu gehören natürlich unter anderem Batman, Superman und Co., aber auch exotischere Helden wie Red Hood, Sub-Zero, Black Manta, Hellboy und das Atom. Hellboy kannte ich noch. Ja, die anderen, genau. Da wird schon schwieriger. Also ich bin jetzt nicht so der im DC-Universum unterwegs, da kenne ich wirklich bloß die größten, also wirklich Batman, Superman, halt so Standard, Aquaman natürlich. Ja, genau, den nicht zu vergessen. Nicht Seaman. Ganz wichtig, bloß nicht verwechseln. Genau.
verwechseln darf man auch nicht PUBG mit zum Beispiel Fortnite. Genau, wenn das überhaupt passiert. PUBG ist mal wieder unser Thema. Eigentlich bräuchten wir so einen Jingle, wenn PUBG-News da sind, dass da irgendwas eingespielt wird, so oft, wie wir PUBG schon in der Sendung hatten. Mhm. Einen Tag nach dem offiziellen Preview-Launch von PlayerUnknown's Battlegrounds auf der Xbox One und Xbox One X haben Spieler die Möglichkeit entdeckt, das aus der PC-Version bekannte Grafikmenü aufzurufen. Man muss lediglich eine USB-Tastatur an die Konsole anschließen und während eines Matches die Taste O drücken. Das Menü öffnet sich dann zwar, aber da es keinen Maus-Support gibt, also noch nicht, kann man nichts an den Einstellungen ändern. Man kann einfach nur das Menü auf und zu machen. Aber bislang ist noch unklar, ob das Entwicklerteam diese Funktion mit Absicht eingebaut hat oder ob es ein Versehen war, denn ein erster Blick auf die Standardeinstellung versät, dass die allgemeine Qualität der Xbox One-Version auf sehr niedrig bei 1080p eingestellt ist, was jetzt nicht so schön ist, ja, könnte man sagen. Die Qualität der Xbox One X steht auf Mittel bei einer Auflösung von 4K. Das ist, glaube ich, realistisch, weil 4K halt schon ziemlich viel schluckt. Und die Kollegen von Digital Foundry sagten aber jüngst, dass es nicht dem genauen Äquivalent auf dem PC entspricht. Also es sind da schon noch ein paar Detailanpassungen, aber manche Einstellungen sind besser als auf dem PC, auf sehr niedrig bei der Xbox One jetzt zum Beispiel. Manche sind aber auch schlechter. Eine grobe Orientierung der Grafikqualität geben sie aber dennoch. Die Preview-Version von PUBG auf den Microsoft-Konsolen, die kämpft dazu noch mit starken Performance-Problemen, muss man leider sagen. Teilweise werden noch nicht mal die angepeilten 30 FPS auf der Xbox One X erreicht. Dass die Grafikoptionen auf Microsofts Vorzeigekonsole dabei nur auf Mittel stehen, spricht nicht wirklich für die Konsole, aber vor allem nicht für eine saubere Programmierung. Das hat man auf dem PC auch schon gemerkt bei PUBG, dass da nicht alles so sauber programmiert wurde, weil die Performance dafür für die Grafikqualität einfach zu schlecht ist. Also, ja, muss man leider sagen. Das Spiel sieht okay aus, aber es ist nicht wirklich bombastisch. Ja. Und dafür schluckt es einfach viel zu viel Rechenleistung. Auf der Konsole ist das natürlich dann noch offensichtlicher. Total, ja, man merkt das schon. Weil das Spiel ist halt einfach nicht für die Konsole optimiert. Ja. Man muss dazu sagen, es ist die Preview, wie heißt die auf Xbox One, Preview blablabla Version, es ist quasi Early Access auf der Xbox. Ja, merkt man halt auch. Das heißt, man darf eigentlich noch nicht drüber meckern. Ja, eigentlich, so das Ding kostet halt 25 Euro, glaube ich, oder 30 Euro sogar. Ja, und 30. Dann finde ich, darf man drüber meckern, wenn man sich das gekauft hat. Und es ist sowas von, naja, unspielbar kann man jetzt nicht sagen vielleicht, aber wenn man zwischen 20 und 30 FPS hat, es ist kein schönes Spielerlebnis. Ja, noch dazu, wenn es dann auch noch nicht gut aussieht. Mhm. Was aber gut aussieht, das ist unsere Community. Und zu der kommen wir jetzt. Gestern haben wir gefragt, Battlefield Bad Company 3 befindet sich höchstwahrscheinlich in Entwicklung. Werdet ihr euch Battlefield Bad Company 3 holen und was würdet ihr euch für den neuen Ableger wünschen? Und der Jack Django oder Kengo schreibt, ein saftiges Multiplayer-Erlebnis ohne Mikrotransaktionen, ein Online-Koop, Story-Modus und stabile Server, vor allem zu Release. Ja, das sind das ist, super. Das ist, ist eigentlich so, was man sich immer wünschen kann von so Multiplayer-Shootern. Ja, was leider nicht was leider sehr ist. Selten gehalten wird. Besonders die stabilen Server zu Release, da gibt es ja einige Negativbeispiele, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wir wollen jetzt hier keine Namen nennen, aber ihr wisst schon Bescheid. Thorsten Diephand hat uns auch geschrieben, und zwar, wenn es ein neues Bad Company wird, auf jeden Fall, gehört mit zu den besten Battlefield-Teilen. Ich muss gestehen, ich habe nur die Hauptreihe gespielt von Battlefield. Ich habe kein Bad Company bis jetzt gespielt. Wahrscheinlich habe ich sehr viel verpasst. Ich habe jedenfalls nur Gutes gehört von Bad Company. Und vielleicht hole ich es auch nochmal nach, aber ich habe mir den Trailer nochmal zu Bad Company 2 angeschaut. Das war halt von der Grafik her schon nicht mehr so aktuell. Mal schauen, vielleicht erwartet uns ja was total Gutes. Dukus bei der Bude schreibt, uff, die können auch gar keine guten Singleplayer-Kampagnen entwickeln. Die Kampagnen von Battlefield 2, 4 und 1 waren grausig und jetzt werden sie dann halt auch noch den guten Ruf von Bad Company versauen. Was den Multiplayer angeht, bin ich zumindest ein wenig positiver gestimmt. Mir sagt das Setting eher zu als Erster und Zweiter Weltkrieg. Dennoch bin ich sehr skeptisch, auch weil Battlefront 2 so dermaßen in den Sand gesetzt wurde. Vorbestellt wird definitiv nicht. Würde ich dir generell empfehlen, heutzutage vorzubestellen, ist nicht mehr so die beste Idee. Also ich habe es
hatten wir diese Woche, glaube ich, auch mit Olli schon drüber diskutiert, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr vorbestelle. Also ich warte immer Tests ab und gucke dann, wie das wirklich läuft. Viele Leute mögen halt vorbestellen. Digital ist es überhaupt nicht sinnvoll, finde ich. Nein. Aber wenn man zum Beispiel eine Collector's Edition haben möchte, die dann vielleicht ausverkauft ist, dann ist es schon okay. Aber ich persönlich mache es gar nicht mehr. Ja, muss ich aber auch sagen, bei mir ist es persönlich auch so. Ich habe einfach zu viele Bedenken, es sind zu viele Sachen passiert, sage ich mal, als dass man mit gutem Gewissen einfach vorbestellen könnte. Ihr könnt ja aber kommentieren, wie ihr das seht, ob ihr das noch macht oder anders. Der Prolo hat uns auch geschrieben, und zwar trotzdem ich die Bad Company-Teile gut fand, ich meine aber nur die Kampagne, weil online interessiert mich Battlefield nicht, außer mal eine Runde mit der Community, werde ich es mir nicht holen. Dazu bietet es mir zu wenig. Früher oder später wird es aber wohl eh bei EA Access dabei sein. Von dem her kann ich gut und gerne warten und spiele die Kampagne dann quasi kostenlos. Es ist halt so das Ding bei EA Access, wenn man da das mal über die letzten Jahre beobachtet hat, wenn man es nicht zu Release spielen will, kann man bei vielen EA-Games davon ausgehen, dass sie irgendwann in diesem Programm landen und in der Vault dann auch landen und so weiter. Also, wenn man es anspielen will, dann kann man das bei EA-Spielen auch tun, ohne Geld auszugeben. Ja, also als wenn man genug Zeit hat und eben nicht. Also bei EA Access schon zum Release, aber dann halt später in der Vault, wenn das dann ist, wenn man da dann warten kann. Dafki90 schreibt, so viel ich mich erinnern mag, war Bad Company ein eher lustiger Ableger der Serie, zumindest Teil 1. Kann mich auch irren, das ist eigentlich mein Wunsch, einmal eher witziges Battlefield. Der Krieg ist tot ernst, man kann ja eine Satire daraus machen und dazu ein fiktives Szenario. Ja. Auch interessant. Also es ist schwierig mit der Kriegsthematik so satirisch umzugehen. Da braucht man sehr, sehr viel Feingefühl. Sonst gibt es bald schlechte Nachrichten. Das ist halt ein ganz schmaler Grat zwischen geschmacklos und witzig. Ja, und wenn es dann zensiert wird, muss man auch ein bisschen aufpassen. Es wäre eine gute Idee, aber Umsetzung weiß ich nicht, ob das so einfach ist. Ja. Mr. Neugier schreibt, an Bad Company 3 bin ich durchaus interessiert. Ob ich es mir allerdings kaufe, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Mal abwarten, was kommt. Aber interessant ist ein Bad Company 3 auf alle Fälle. Also er wartet dann wahrscheinlich auch ab, wie Bad Company 3 dann tatsächlich wird, wenn es denn überhaupt passiert. Ja, also, wer weiß. Hint, hint, ich glaube schon. Alaric schreibt, ein Shooter. Wer schottert denn heute noch? Ein Shotter, der mal endlich wieder nicht so bierernst daherkommt, bin ich für von den ersten ein Brett. Also, nachdem jetzt hier so viele von den ersten Bad Company Teilen geschwärmt haben, werde ich mir vielleicht doch noch mal den zweiten Teil anschauen. Sehr gut. Ihr könnt uns dann gerne morgen wieder anschauen. Da seht ihr uns dann wieder in den Daily News am Freitag. Bis dahin gebt uns einen Daumen und ein Abo. Ja, darüber würden wir uns auch sehr freuen. Und sonst sehen wir uns morgen wieder.